Also ich bin überwältigt. Einerseits natürlich hier die Landschaft ist wunderschön. Das erinnert ein bisschen an den Bayerischen Wald, wo ja dann meine Mutter auch hingezogen ist, später dann in die Nähe von Straubing. Und ich freue mich sehr, dass auch die Menschen hier so freundlich sind. Also mir ist ganz herzlich aufgenommen worden. Und die Dame hat auch erzählt, dass der Sohn auch, dass der das Haus auch herrichten möchte. Der studiert gerade in England. Ja. Arbeitet. Oder arbeitet in England. Ja. Ja. Und es bewegt mich schon sehr, wenn ich überlege, einfach, dass man auf den Spuren der eigenen Geschichte unterwegs ist. Ja, und ich habe ja meinen Großvater nicht kennengelernt. Mhm. Der ist ja schon 7 Jahre vor meiner Geburt gestorben. Mhm. Und nur von Erzählungen von meiner Mutter. Und die hat oft erzählt von zu Hause und wie schön es war und auch vom Hof und so weiter. Und ich hatte immer nur diese Erinnerungen, diese Vorstellungen. Und darum bewegt mich das sehr, dass ich jetzt heute hier sein darf bei euch. Ja. Und dass ihr uns auch so freundlich aufs Grundstück lasst und uns so ein bisschen rumschauen lasst, das muss ich sagen, das ist sehr schön. Ja. 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 Und wir haben als Dankeschön, als Erinnerung für Sie, das ist diese CD. Aha. Und da ist das Lied Heimatland. Ja. Das ist die Geschichte von meinen Großeltern. Ja. Ja. Und auch von hier, ja, auch mit der Legende von der, ja, Wallfahrt. Aha. Und das ist für Sie, ja, mit herzlichen Dank. Danke. Ja. Herzlichen Dank. Mein Onkel erzählt mir vom Heimatland, ein altes Foto in seiner Hand, erzählt von der Kindheit und seinem Glück. Er sehnte sich dorthin zurück, in der Nähe des Hofes am Wegesrand, erinnert ein Bildstock meist unerkannt, wie durch ein Wunder von Himmelshand ein Taglöhner die Hoffnung fand. Die Heimat liegt da, wo die Berge sind, sanfte Kuppen im Abendwind. Schickt mein Herz auf die Reise zum Horizont, wo die Erinnerung wohnt. Heimat ist da, wo die Wälder stehen, goldene Hügel und klare Seen. Und mein Weg führt mich über die Bergeshöhen, die Welt meiner Eltern zu sehen. Heimat ist da, wo die Wälder stehen.